Ich würde euch heute im Prinzip erzählen, wie man mit einem Tor-Hidden Service seinen Rechner von überall im Internet aus mehr oder weniger erreichbar macht und wie einfach das ist und welche Vor- und Nachteile es hat. Ganz kurz will ich darauf anschauen, Folien. Wenn ihr irgendwie die Folien mitlesen wollt oder nicht mitschreiben wollt und nachher runterladen, unter der URL gibt es die. Die kommt auf der letzten Folie auch nochmal. Ihr braucht jetzt nicht, wenn ihr sie erst nachher runterladen wollt, drauf gucken. Ansonsten kann man sie vielleicht sich auch leicht merken. noone.org/talks/Tor. Ja, kurz will ich darauf eingehen, was ist Tor eigentlich überhaupt? Kann ja sein, weiß ich, ob das alle wissen. Chinguk, Charlotte Talk English. Okay. Sonst jeder mit Deutsch zufrieden? Gut. Ich werde erstmal anhand von Beispielen einen Trockendurchlauf machen, weil beim vorletzten Mal, wo ich den Vortrag gehalten habe, ist das mit dem Netzwerk schief gegangen. Und deswegen habe ich jetzt Demo und Theorie getrennt, damit ich wenigstens mit der Theorie fertig werde, falls das Netzwerk nachher nicht mehr tut. Und am Ende eben werde ich hier auf dem Raspberry Pi, den ihr hier seht, der auch im Moment gerade schon läuft, mit der Installation vom letzten Vortrag, werde ich euch kurz zeigen, wie man wirklich from scratch ein Tor Hidden Service mit allem drum und dran auf einem Raspberry Pi einbaut, einrichtet und auch drauf zugreift. Dann wollen wir mal loslegen. Was ist Tor eigentlich überhaupt? Also Tor ist eigentlich primär ein Anonymisierungsnetzwerk. Es verschleiert auf jeden Fall eure IP-Adresse, von der ihr kommt. Es versteckt, sagen wir mal, DNS-Requests, Zugriffe, die ihr von eurem Rechner aus ins Internet macht, wenn ihr bewusst den Tor-Service nutzt. Nicht generell, einfach alles, was über Tor geht, ist von eurem ISP sozusagen nicht mitlesbar, egal ob es jetzt unverschlüsselt wäre oder nicht. Auch die DNS-Requests, die ihr macht über das Tor-Netzwerk, sieht der ISP zum Beispiel nicht. Eine andere Sache ist, dass ihr verbindet mit dem Tor-Netzwerk an einer Stelle und euer Request kommt irgendwo auf der Welt aus dem Tor-Netzwerk an einer anderen Stelle raus oder bleibt komplett drin, wie es im Fall von Hidden Services der Fall ist, weil dort der Endpunkt, den ihr erreichen wollt, auch wieder mit dem Tor-Netzwerk direkt verbunden ist. Das Ganze funktioniert allerdings nur mit TCP/IP im Moment. UDP ist der Wunsch, ist da, dass man UDP über das Tor-Netzwerk machen kann, aber es hieße, man müsse irgendwie die Grundstruktur von Tor gröber umbauen, um das zu ermöglichen. Also im Moment geht nur TCP. Das Schöne ist, immer der Tor-Client auf eurem Rechner baut eine Netzwerkverbindung zum Tor-Netzwerk auf. Das heißt, egal hinter wie vielen NAT-Routern ihr sitzt, wie bei CarrierGrade-NAT, wo wirklich dann mehrere NAT-Router hintereinander sind und euer Router, über den ihr vielleicht die Kontrolle habt, immer noch keine global geroutete IP-Adresse, sondern trotzdem irgendwie eine 10er hat und von außen einfach nicht erreichbar ist. Und dadurch, dass eben von eurem Rechner aus die Verbindung ins Internet aufgebaut wird, ist das egal. Über diese Verbindung, die euer Rechner aufbaut, könnt ihr nachher auch im Zweifelsfall Verbindungen empfangen, wenn ihr das wollt. Ja, aufgrund von dieser vielen Eigenschaften wird Tor halt gern benutzt von Leuten, die anonym bleiben wollen, ist auch der Hauptziel, eben ihre Herkunft verschleiern, ihr Ziel verschleiern, beides sein. Ich persönlich nutze Tor auch beruflich, weil wenn ich irgendwo einer Phishing-Mail auf der Spur bin, dann will ich nicht unbedingt, dass der Fischer sieht, wer ihm auf der Spur ist. Oder vielleicht, wenn er uns immer mal wieder traktiert, dass er dann merkt, oh, wenn es von der IP kommt, das ist garantiert wieder der Typ, der hat mich entdeckt, dann kann ich jetzt die Kampagne gerade schmeißen oder so. Andererseits, klar, wenn ich über Tor komme, es kommen sicher die wenigsten auf Phishing-Seiten über Tor, aber wenigstens weiß er dann nicht gesichert, dass es immer der gleiche ist, der auf der Ferse ist. Ja, oder halt privat. Ich habe einen Raspberry Pi bei meinen Eltern hingestellt, die haben Unity Media, die sitzen hinter CarrierGrade.NAT. Und ich hatte wenig Zeit, Raspi aufstellen, Tor Hidden Service auf SSH einrichten, abhauen, den OpenVPN wollte ich dann remote einrichten, weil über Tor komme ich dann drauf. Habe ich nie gemacht, das Tor hat mir ausgereicht. Und das geht halt schön schnell, deswegen kann ich das auch alles Theorie und ein Demo innerhalb von einer knappen Stunde unterbringen. Ja.
entsprechend eben, ich nutze Tor gern auch als, ja, ich sage immer öffentliches VPN. Das ist natürlich, das P in, ist eher Public als Private beim Virtual Private Network, aber das Schöne ist, ich kann einfach, ohne dass ich selber Infrastruktur irgendwo noch im Internet brauche oder mehr kaufen muss, es gibt ja so kommerzielle VPN-Services, wo ich mir den Dienst erkaufe, oder ich muss irgendwo bei einem Server-Hoster, muss ich halt einen Server haben, der meine VPN-Verbindung entgegennimmt, dass ich eine aufbauen kann. Das brauche ich eigentlich alles bei Tor nicht. Ich muss auch nicht meinen lokalen Router umkonfigurieren, dass der irgendwas durchlässt oder nicht durchlässt oder anders durchlässt. Ich komme durch Carrier Grade NAT hindurch, auch wenn ich keine Kontrolle über die späteren NAT-Router habe. Und ich weiß nicht, ob es in Deutschland immer noch so ist, Zwangstrennung alle 24 Stunden bei DSL und danach eine neue IP-Adresse, das stört eigentlich auch nicht. Der Rechner ist immer unter dem gleichen Tor-Namen im Tor-Netzwerk erreichbar. Und damit habe ich auch so eine Art Dünn-DNS-Service, brauche keinen extra Dünn-DNS-Service, den ich immer updaten muss, wenn sich meine IP geändert hat. So. Was muss ich dazu machen? Unter Debian oder irgendeinem Derivat reicht es einfach, das Paket Tor zu installieren. Man braucht nicht mal die empfohlenen Pakete. Apt-Install Tor reicht aus. Was ich natürlich noch brauche, ist irgendein Service, den ich anbiete, wenn ich einen Hidden Service anbieten will. Also ich muss irgendwie einen Webserver haben oder einen SSH-Server, der auf der Maschine läuft, den ich dann über das Tor-Netzwerk erreichbar mache. Es ist egal welcher. Ob jetzt Apache, Nginx, etc. Ja, dann kommen wir auch schon ins Eingemachte, wenn ich so einen Hidden Service einrichten möchte. Erstes Beispiel Webserver ist relativ einfach gemacht. Sobald ich das Paket Tor installiert habe, ist eine Datei etc/tor/torrc da. Und die hat auch schon relativ viele Beispiele drin, die man einfach bloß groß kommentieren muss. Und das erste Beispiel, mehr oder weniger da drin, sieht so aus. Die erste Direktive, also muss ich auskommentieren, die zwei Zeichen wegmachen. Die erste Direktive sagt, in diesem Verzeichnis liegt die Konfiguration für diesen Hidden Service. Oder mehrere. Und die nächste Definition sagt, ja, bitte den, vom Hidden Service den Port 80 auf Localhost Port 80 weiterleiten. Theoretisch kann man es auch irgendwo in seinem Internet woanders hin weiterleiten, wenn man vielleicht nicht Tor installiert hat auf der Maschine, wo man haben möchte, aber das ist jetzt mal das einfachste Beispiel. Danach sage ich einmal den Tor-Service neu laden, muss nicht mal neu starten, sondern einfach nur Config neu einlesen und prompt wird dieses Verzeichnis angelegt, das ich angegeben habe, und darin finden sich zwei Dateien. Einerseits eine Datei Hostname, da steht schön drin, wie jetzt mein Hidden Service heißt. Weil der Hostname ist mehr oder weniger so eine Art Fingerprint von dem Private Key, der generiert worden ist. Der ist hoffentlich unique. Und jeder, der diesen Private Key hat, kann im Tor-Netzwerk unter diesem Hostnamen einen Hidden Service betreiben. Das heißt, auf den sollte man aufpassen, wenn man irgendwie... Ja. Ich will, dass ein anderer mit dem gleichen Hostnamen unterwegs ist, aber egal. Die Wahrscheinlichkeit, dass der abhanden kommt, ist eigentlich recht gering. Ihr seht auch hier schon die Berechtigung, also die Root kann darauf zugreifen und der Benutzer Debian Tor, im Fall von Debian und Derivaten. Bei anderen Distributionen sieht es relativ sicher ähnlich aus. Wenn ich das gemacht habe, also den Hostnamen brauche ich nicht abtippen, der ist von irgendeiner früheren Installation auf derselben Karte, also der Private Key ist hops, gibt es nicht mehr, aber einfach als Beispiel, so sieht das aus. Irgendwas, naja, mehr oder weniger schlecht zu merken. Das. Es gibt auch Leute, die generieren einen Private Key so lange, bis das irgendwie was brauchbar Merkbares ist. So wie es sich bis Leute gibt, die GBG-Keys generieren, bis sie irgendwie viermal das A drin haben oder so. Also, was man halt mit Key generieren so machen kann. Zugreifen. Besteht die Möglichkeit, auf das Tor-Netzwerk und Ressourcen im Tor-Netzwerk zuzugreifen, ohne jegliche Softwareinstallation, die Tor-bezogene Softwareinstallation, nämlich gibt es Gateways ins Tor-Netzwerk. Tor2Web ist da der entsprechende, naja, es ist eigentlich eine Software, die man sich installieren kann, irgendeine Domain registrieren, die hoffentlich irgendwas mit Onion hat, dann kann man sich es leicht merken. Es gibt Onion. Irgendeine Top-Level-Domain, es gibt relativ viele. Ich habe jetzt einfach mal zwei Beispiele rausgenommen, wo, naja, vor einem Monat noch funktioniert haben. Onion.to ist so das bekannteste, die nehmen einfach diesen Hostnamen, den ich übers normale Internet an den Webserver setze,
und Virtual Hosting, das heißt, der Apache kriegt mit, unter welchem Hostname er angesprochen wird, egal ob es auf der gleichen IP ist oder nicht, und versucht dann sozusagen den vorderen Teil im Tor-Netzwerk zu erreichen und schiebt das als Proxy zu mir durch über das normale Web. Ist alles andere als anonym. Der Anbieter, den ich nicht persönlich kenne, hat die Logs, weiß, worauf ich zugegriffen habe, aber solange ich meinen Hidden Service erreichen will, nicht weil ich anonym bleiben will, sondern weil ich einen einfach überhaupt erreichen will, ist mir das jetzt erstmal wurscht. Wobei der setzt das auf, normalerweise auf HTTP um, also er sieht auch den Klartext da im Zweifelsfall durch. Bis zum Tor-Netzwerk ist es HTTPS, aber hinten dran in den meisten Fällen HTTP. Und zwar schlichtweg aus dem Grund, weil, naja, ein brauchbares Zertifikat, komme ich nachher noch dazu, im Tor-Netzwerk zu bekommen, ist momentan noch schwierig, außer selbst signiert. Aber wenn man so weit ist, dann kann man sich auch Tor-lokal auf dem Rechner installieren. .cab ist ein anderer. Es gibt auch noch den Tor-Browser, habe ich vorhin gestartet im Hintergrund, in der Hoffnung hat er sich jetzt abgedatet, zwischenzeitlich. Das ist ein Firefox Extended Support Release oder Enterprise Support Release, ich kann es mir nie merken, ESR, der vom Tor-Projekt so umgebaut wurde, dass er garantiert nur über Tor nach draußen geht und nicht irgendwie anders nebenher. Und entsprechend noch ein paar nette Features hat. Man kann schauen, über welche Tor-Nodes er geht mit dem Button. Kurz zeigen. Naja, Sie sieht man, da ist er. Ist er jetzt restart? Gut, machen wir erstmal. Auch ein bisschen, ja, geht schnell. Warte schnell. So, wenn ich jetzt irgendwo, ja, sieht man es nicht. Gibt es unter www.torprojekt.org, glaube ich, ja, mit Bindestrich. Egal. Wir gehen mal auf die Seiten vom Talk. Einfach ganz kurz. So, jetzt seht ihr hier unter der Zwiebel, das geht von hier aus nach Frankreich, dann nach Deutschland und kommt in Frankreich woanders wieder raus und geht darüber zu meinem Webserver. Das ist eigentlich ganz nett so. Ja, Tor-Browser. Gibt es auf den meisten Distributionen, aber nicht unbedingt auf allen Architekturen. Bei Debian heißt das Ding Tor-Browser Launcher, weil der dann das Ding nochmal direkt runterlädt. Ich habe nicht mehr ganz in Erinnerung, das hat irgendwas mit Zertifikaten, die irgendwie überprüft werden können, müssen, bla zu tun. Also der Browser selber ist nicht, genau, weil er überprüft, ob irgendwie die, also wenn Debian den Browser nochmal neu bauen würde, hätte der unten eine andere Checksumme und wäre nicht signiert, irgendwie sowas in die Richtung. Ja, und dann kann man in diesem Browser zum Beispiel auch so eine Adresse mit .onion hinten dran direkt benutzen. .onion ist übrigens eine Top-Level-Domain, die dediziert für das Tor-Netzwerk ist. Niemand anders kann sagen, oh, ich will eine neue Top-Level-Domain bereitstellen und ich nenne sie .onion. Das ist bereits im Standard drin, das geht nur fürs Tor-Netzwerk. Ja, eben, wenn ich nachher noch zuschauen will auf die Zugriffe, die vorkommen, das brauchen wir ja nachher bei der Demo, ein Access-Log gucken. Alle vom Tor eingehenden Verbindungen, so wie ich es jetzt vorhin konfiguriert habe, kommen von Localhost. Localhost ist zum Beispiel im Apache typischerweise freigeschalten für gewisse interne Netz, also interne Webseiten wie die Statusinformationen vom Apache. Das ist was, wo man eben dann darauf achten sollte, wenn man sowas dauerhaft betreibt, dass man diese Freigaben für Localhost 127.0.1, IPv4, abschaltet. Eine Möglichkeit im Moment noch ist, die halt nur für Localhost IPv6 freizuschalten, weil Tor das momentan noch nicht kann, aber das geht sicher nicht ewig so weiter. Also lieber da auch noch einen Passwortschutz auf Localhost machen. Aber für die Demo ist das jetzt weniger relevant, kommt einfach auch drauf. Und wenn ihr natürlich irgendwie nicht Localhost nehmt, sondern irgendwie ein anderes Gerät im gleichen Netzwerk, dann ist das Problem eigentlich auch weg, aber das ist so das typische Setup. Ganz kurz, Tor ja? Kann IPv6, das geht wunderbar. Okay, mittlerweile? Schon lange. Okay. Kann über den Exit raus. Okay. Wenn der Exit IPv6 hat, dann kommen wir über den Exit-Node auch auf IPv6 ohne. Das ja. Kann gut sein, ja, okay. Ja. Wieder was gelernt selber beim eigenen Vortrag, kommt vor. Wenn ich das mit SSH machen will, geht das analog. Wenn ich keine weitere Hidden Service DIR oder Directory-Direktive auskommentiere, dann gehen alle weiteren Hidden Service Port Direktiven auf das gleiche Hidden Service Directory, also unter dem gleichen Hostnamen. Ich kann aber auch mehrere Hidden Services auf verschiedenen Hostnamen auf demselben Rechner betreiben.
Hier mache ich es der Einfachheit halber gleich mit demselben und tue einfach nur die weitere Zeile auskombinieren. Auch die ist als Beispiel schon drin. Port 22 auf Localhost, Port 22 Service Tor Reload und dann sollte ich auch per SSH drauf zugreifen können. Wie das dann nachher geht, weil SSH übers Tor-Netzwerk ist ein bisschen komplizierter, man muss SSH sagen, bitte nehmen einen SOX-Proxy. SSH selber hat zwar Support, einen SOX-Proxy anzubieten, aber kann es selber nicht nativ nutzen. Da muss man die Proxy-Command-Direktive nehmen. Es gibt zwei Varianten, die ich gefunden habe. Netcat ist so das Oldschool-Tool für solche Sachen. Die ganzen Optionen auswendig weiß ich auch nicht mehr. Groß X5 heißt, glaube ich, benutze SOX-Proxy-Protokoll 5. Ist notwendig, damit die DNS-Requests auch über den SOX-Proxy gehen. Weil SOX-Proxy 4 kann das nicht. Da gehen die DNS-Requests eben dran und das tut mit Tor nicht. Localhost 9050 ist der Standardport für Tor, wo er seinen SOX-Proxy anbietet. Dann muss man sagen, %H ist der Hostname, %P ist der Portname. Und naja, dann muss ich halt noch den Usernamen und diese Onion-Adresse angeben. Und das andere Tool, wo eigentlich dediziert für sowas geschrieben ist, aber irgendwie die viel, viel längere Kommandozeile braucht, ist, das Paket heißt unter Debian Connect Proxy, da habe ich es. Der Befehl heißt nachher Connect und da muss ich irgendwie noch alles Mögliche angeben. Ich muss ihm vor allem auch noch per Umgebungsvariable sagen, ich muss kein Passwort für den SOX-Proxy angeben, sonst fragt er jedes Mal ein Passwort für den SOX-Proxy, obwohl er keins braucht. Deswegen mag ich eigentlich die Variante mit Netcat lieber, aber vielleicht bin ich auch einfach zu oldschool dafür. Wenn ich das Ganze nicht jedes Mal eintippen will, weil das halt elends lang ist, kann ich mir in der .ssh/config so einen Host-Alias einrichten, beginne immer mit Host und dann den Namen, unter dem ich es erreichen will, sage dann Hostname, Onion-Adresse und das Proxy-Command, das wir vorher mit -o gesehen haben, nochmal oder halt das gleiche unten mit Connect. Und dann kann ich einfach mit ssh-user@meinrechner via Tor meinen Rechner übers Tor-Netzwerk per SSH erreichen. Für mich persönlich habe ich die Konvention angefangen, wenn ich irgendwelche solche Host-Aliases eintrage, die irgendwie Jump-Hosts benutzen oder VPNs oder komische Netzwerke oder sowas, dann habe ich immer das Unterstrich via Unterstrich drin und hinten dran, was woran ich erkenne, worüber es geht. Die Unterstriche sind im normalen DNS nicht verwendet und damit kann das eigentlich keinen Konflikt mit sonstigen Hostnamen geben. Finde ich noch praktisch. So, da bin ich pingelig oder einfach paranoid. Wenn ihr das erste Mal das macht, den Zugriff per SSH, wird er euch fragen, ja, den Host kenne ich nicht, der hat übrigens diesen Fingerprint, stimmt der oder nicht? Und das sollte man meiner Meinung nach verifizieren, dass da in dem Moment kein Man in the Middle passiert, weil diesem Key vertraut man für alle zukünftigen Sitzungen. Tofu ist da der neudeutsche Begriff, Trust on First Use. Nur, damit ich für mich persönlich diesen Trust aufbauen will, will ich halt das überprüfen. Und deswegen kann man zum Beispiel auf dem Raspberry Pi dann nachher mit SSH Keygen -L -F, -L heißt, liste mir den Fingerprint auf, -F heißt von dieser Datei. Und wenn hier oben nach dem Elliptic Curve Digital Signature Algorithm gefragt wird, nehme ich hier unten die Datei mit ECDSA drin. Als User kann ich auch auf die Datei mit .pub zugreifen, das ist asymmetrische Kryptographie. Der Privatkey ist nur für Root lesbar, der öffentliche Key mit .pub ist für alle lesbar. Deswegen geht das auch so. Und wenn die beiden Zeichenketten übereinstimmen, dann kann man sicher sein, es ist wirklich der richtige Rechner und keiner zwischendrin. Ja, andere Methode ist nachher auf dem Raspberry SSH Localhost und schauen, was er da angibt. Oder SSH 127.01, weil da kann man eigentlich auch sicher sein, dass das nicht irgendwo anders hingeroutet wird. Wenn man sich jetzt die Keygen-Option nicht merken möchte. Ein paar Fragen, die so typischerweise kommen, geht das auch mit HTTPS? Habe ich vorhin schon kurz erwähnt. Auch wenn diese Gateways HTTPS benutzen, hinten dran ist normalerweise HTTP, weil momentan keine offiziellen SSL-Zertifikate für Onion-Adressen ausgestellt werden dürfen. Wenn eine Registry das macht, fliegt sie raus aus den Browsern im Moment. Aber es gibt Bemühungen, das offiziell zu erlauben. In dem CA-Browser-Forum gibt es irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, so irgendwelche Motionen, wir möchten gerne, dass in Zukunft das und das erlaubt wird. Und dann wird diskutiert und irgendwann wird eine Entscheidung getroffen und dann wird davon
ja im Prinzip ein Referendum ergriffen werden und wenn das dann nicht passiert, dann dürfen die Zertifikatsautoritäten dann auch Punkt an ihren Adressen irgendwann in Zukunft ausstellen. Das wird dann gleich funktionieren, dass wir nicht schauen, auf 443, wenn ich das Zertifikat... Irgendwie so in die Richtung. Wie es dann genau aussieht, weiß man noch nicht. Also ich jedenfalls noch nicht. Sie diskutieren noch. Aber ich vermute gerade so mit Let's Encrypt, ich meine, du kannst das ja nicht, also Extended Validation Zertifikate wird es dafür sicher nicht geben, aber so im Stile von Let's Encrypt beweise, dass du die Kontrolle darüber hast, dann gebe ich dir ein Zertifikat. Das wird relativ sicher der einzige Weg sein, wie du an so ein Zertifikat kommen wirst für Punkt an den Adressen, bin ich mir relativ sicher. Oder selber welche machen. Oder eben selbst signiert, das geht natürlich, aber dann musst du natürlich wieder das Zertifikat dem Browser bekannt machen und nicht jedes selbst signierte Zertifikat wird noch von Browsern heute akzeptiert. Also ich hatte auch schon ein Chromium, der wie wild rumgezickt hat, weil ich irgendeine V3-Option beim CSR nicht drin hatte und ist meiner Meinung nach für den Endbenutzer schlichtweg einfach zu viel Aufwand. Du meinst, wenn das Aufsetzen von Tor-Service noch nicht genug war, dann ist das zu viel? Ja, so in die Richtung. Also nicht, dass ich euch nichts zutraue, aber eigene Erfahrung. Ich habe da lange gebraucht, bis ich es einigermaßen selber konnte. Ja, Mosh ist auch sehr beliebt. Ich weiß nicht, ob wir hier einen Vortrag irgendwo drüber hatten, wo es erwähnt wird. Benutzt zwar SSH zum Aufbauen der Verbindung und zur Authentifizierung, aber macht nachher UDP. Und UDP geht halt momentan leider nicht. Sonstige TCP-basierten Tunnel, OpenVPN, SSH-Shuttle kann man natürlich drüber laufen lassen, aber das ist dann TCP über TCP. Und mit all den Nachteilen, mit doppelter, die Geschwindigkeit wird viel zu schnell langsam, wenn es irgendwo mal einen Paketverlust gibt, etc., weil sich das potenziert. Deswegen, ja, geht eigentlich nicht an, aber ja. So, und Stichwort Anonymität, ein Hidden Service war ursprünglich dafür gebaut, nicht, dass man nicht rauskriegen kann, wo der eigentlich steht, so in der Welt. Und dazu braucht es aber noch ein bisschen mehr als bloß die paar Zeilen in der Config, weil man muss dafür sorgen, dass der Apache ja nicht seinen richtigen Hostnamen verrät oder seine richtige IP. Am besten auch nicht mal die Version, auf welchem Betriebssystem er ist, weil es gibt so Leute, die machen Fingerprinting von Webserver-Versionen oder SSH-Versionen und können damit zumindest einschränken, also nach dem Motto, es kann nur irgendwie ein Debian sein, weil das ist der Versionsstring von Debian so und so und zuletzt aktualisiert da und da, weil die Version kam zu dem Zeitpunkt als Security-Update raus und so Scherze. So, da muss man viel abstellen und darauf achten, dass das halt nicht noch mehr Informationen rausliegen und entsprechend würde es den Vortrag hier sprengen. Ganz kurz zu Alternativen. Wenn man hat, IPv6 ist durchaus eine nette Alternative, um per SSH nach Hause zu kommen. Auf Client-Seite gibt es zum Beispiel, wenn man im Netzwerk ist, wo kein IPv6 ist, Meredo, ist ein Open-Source-Projekt für Linux und BSDs, das einen Teredo-Tunnel aufbaut zum Entwickler von diesem Service. Also er bietet im Prinzip kostenlos einen Tunnel-Endpunkt an. Man kann aber auch selber sich so einen Meredo-Tunnel-Endpunkt aufsetzen, muss man halt seinen Client umkonfigurieren ein bisschen, aber apt-install Meredo, man hat im Normalfall IPv6, wenn es nicht blockiert wird im Netzwerk. YaylorNet und PageKite sind Clients, die auch wie Tor auf dem Client ein Programm laufen haben, das sich mit einem Service verbindet und darüber dann Verbindungen entgegennimmt. Typischerweise ist das dann irgendwie immer, richtet sich dort ein Konto ein, da hat man wie kontoname.yaylor.net oder kontoname.pagekite.net und alles, was darüber an Zugriffen draufkommt, wird zu dem eigenen Gerät durchgeleitet zu dem Client und der tut es dann auf dorthin weiterleiten, wo man es konfiguriert hat. Ist alles ein bisschen durchsichtiger, aber entweder kostet ein bisschen was oder braucht halt Aufwand und man hat immer den gleichen Hoster dazwischen. Wenn der mal down ist, ist es halt down. Beim Tor-Netzwerk das down zu kriegen, da haben sich doch schon einige Regierungen einen Zahn ausgebissen dran. Zero-Tier ist auch noch was Interessantes, ein Layer 2 VPN, wo man im Prinzip über braucht irgendwie einen Host, der erreichbar ist und dann kommt man über mehrere Hops im Zweifelsfall zu jedem Host in seinem eigenen Layer 2 VPN. Auch noch ganz nett, aber ist alles andere als trivial, weil man muss sein DHCP selber machen, sein DNS und weiß der Geier was. Ja, PageKite ist, glaube ich, davon, und Meredo gibt es für Debian, bei den anderen ist Paketierung für Debian zumindest geplant.
und dann versuchen wir uns mal an Demo. Ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe hier einen Respi, den schalten wir jetzt nochmal aus. So, die harte Tour ist egal. Rauskriegen. So, SD-Kartenleser, Schreiber. So, an. Gut runterhängen. Kann ich jetzt hier. Zweites Fenster auf, ist kurz klar. Groß. So, jetzt habe ich auf den Folien drauf, was ich da machen muss. Ich muss noch ins richtige Verzeichnis gehen. Tschüss. ARCAD ist übrigens aus dem Paket A-Tool. Das ist, arbeitet mit beliebigen Archiven und kann so die typischen Unix-Befehle auf Archiv-Member ausführen, wie zum Beispiel ALS und so, für LS auf den Inhalt von einem Archiv. Gucken. Ganz kurz im DMS gucken. Ja, das ist SDE. Nicht, dass ich da irgendwas falsch überschreibe. Dev SDE. Passt. Wurzel. DD kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr irgendwo mal ein Linux oder anderes Unix in der Hand gehabt habt. Das, die neuesten Versionen von DD kennen auch dieses Status gleich Progress, was euch unten da diese nette Zeile hinmacht, während der kopiert. Der braucht noch ein bisschen. Weiter. Serielle Konsole, weil ich hier mit der seriellen Konsole spiele, weil sonst bräuchte ich irgendwie zwei Beamer und auch noch einen eigenen Bildschirm, der mir anzeigt, was auf dem einen Beamer auf dem Raspi ist. Muss ich da diese Befehle noch kurz ausführen, sobald das Ding geschrieben ist. Serielle Konsole ist das Kabel hier, darüber haben wir vorhin auch gesehen, ein Raspi booten und mich kurz checken, ob das Netzwerk tut. Rot wäre 5 Volt plus, deswegen nicht angeschlossen, weil der Rest dieser hat ja selber Strom, also wenn Strom gerade dran ist, irgendwo hier haben wir es. So, na, immer noch nicht fertig. Also, Raspbian, selbst das Raspbian Lite ist halt nicht ganz klein heutzutage. So, jetzt ist er noch am Sünden. 1,9 GB für so ein Raspbian Lite ohne GUI. Da blinkt noch. Ja, was sonst noch schnell erzählen dazu? Eben Notizen für mich, was ich alles machen muss. Eben, ich benutze Screen hier für die serielle Konsole. Minicom, Picocom oder sehr alt CU gehen auch. Na, immer noch nicht fertig. Was ich hier noch benutze, ist P-Mount. Das tut automatisch auswechselbare Medien unter slash Media mounten. Findet auch die passenden Dateityp raus und so, Dateisystemtyp. Na, jetzt könnt ihr langsamer. Extra den schnellen USB-3-Dinger genommen. Könntest du kurz was zu diesem ARCAD sagen? Ich habe den Code nicht ganz verstanden. Also ARCAD, A-Tool ist das eigentliche Programm. Und A irgendwas, was dieses Tool bereitstellt, als Symlink, im Prinzip ähnlich wie Busybox eigentlich funktioniert mit Subcommands. Ah, jetzt ist er fertig. Das tut aus diesem Archiv, das ich hier angegeben habe, den Archivmember mit diesem Namen per Cut ausgeben. Und das DD ich dann halt oft. Aber ich muss es ja irgendwie aus dem ZIP-Archiv rauskriegen. Das ist im Prinzip wie Zcat, aber für beliebige Archive und ich muss den Archivmember angeben, weil bei Zcat ist klar, gzip kann immer bloß eine Datei reintun. Ja, so. Jetzt muss ich hier noch die. Moment, für schnell machen ist das egal. Dieser Befehl tut die serielle Konsole überhaupt mal im Kernel irgendwie aktivieren, wenn ich mich recht entsinne. So. Dieser Befehl tut die serielle Konsole dafür sorgen, dass sie überhaupt dann auch verwendet wird. Im Prinzip sage ich eben, tu noch eine Konsole mit dazu. Und der letzte Befehl sorgt dafür, dass das wieder unmounted wird. Sehen. Ich das wieder rausstopfe.
So, jetzt tun wir die mal wieder so machen. Und dann, ja. Also da ist jetzt nada. Und wenn ich jetzt hier reinschicke, sollte da ein neuer frischer Raspberry Pi booten. Da bootet was. Ah, ja. Größere Karte als das Image, deswegen einmal nochmal Reboot von Hand, also nee, nochmal Reboot beim ersten Booten. So, jetzt bootet er richtig. Das ist übrigens ein aktuelles Image, also kein SSH Enabled plus Default Passwort, wie das bis November 2016 oder so noch der Fall war. Sie haben irgendwann es nach viel Gedränge und Häme aus der Szene dann irgendwann gelernt. Also 3 und das also das bekannte Passwort Raspberry. So, was muss ich jetzt machen? Ich habe das alles schön aufgeschrieben. So, erstmal schauen, ob wir Netzwerk haben. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber wir haben Netzwerk, gut. Update. Ja, so Update. Das brauche ich, weil das sind halt ein paar Monate her, dass das Image geschrieben wurde. Und wenn ich jetzt irgendwie Tor runterladen will, dann will er eine ältere Version runterladen, die vielleicht schon gar nicht mehr auf den Servern ist. Was ich jetzt nicht machen würde, aber im Normalfall machen würde, wäre Security Updates für alles einspielen. Aber es braucht einfach zu lange. So, da sagt 32 Updates verfügbar, aber die tue ich jetzt eben nicht einspielen, sondern mache nur diese Kommandozeile hier. Flop. Und da seht ihr noch die empfohlenen Pakete Tor-Sox und Tor-Geo-IP-Datenbank. Die brauchen wir einfach für die Spielerei jetzt nicht. Deswegen. Sonst hätte er ja die mit installiert ohne die Option. Minus, minus, no install, augments. So. Dann brauchen wir natürlich noch irgendeinen Webseiter, Webserver. Ich mag Apache, also tue ich meinen Apache drauf. Auch ohne die empfohlenen Pakete, weil für das bisschen reicht's. Zieht eh schon genügend hinterher. Switch geholt. Weiterschauen. Dann, damit wir auch nachher auf jeden Fall sehen, ob das nicht irgendeine Default-Installation ist und die ich hier gerade gemacht habe, editiere ich die. Oh, das kann man jetzt machen. So, nochmal. Okay, das mit dem Zeilenumbruch tut hier nicht so schön. Der Befehl ist dieser hier. Ich tue Debian Default Page durch on the Tor as VPN Demo Raspberry Pi ersetzen in der Index.html von Default Web Server. So, jetzt kommt das Hidden Service einrichten. Also ich muss etc Tor Tor RC editieren. Das, ich mache jetzt sudo minus i. Das sudo immer davor, das ist mir zu blöd. Jetzt habe ich einen Root Shell und kann hier mit meinem schon vorher installierten Editor, also ab Werk installieren. Bist du später noch Zeit oder kommt? Na, langsam soll ich fertig kommen. Tor RC. So, ich hoffe, das geht jetzt in der Serienkonsole einigermaßen. Ich muss hier einfach suchen, bis irgendwo hin ein Service kommt. Jetzt hier. This section is just for. Hier haben wir die Beispiele. Für den Apache muss ich diese beiden Sachen auskommentieren. Und für die SSH nachher, ich mache es jetzt gleich mit. Der SSH läuft ja noch nicht genau. Aber ich mache es trotzdem gleich mal mit. Das hier sagt, in welchem Verzeichnis das Zeug nachher drin ist. Also Key und Hostname. Das sagt Port 80 auf Port 80 Localhost umleiten. Und das gleiche nochmal auf Port 22 SSH. Service Tor Reload. Jetzt gehe ich in. Hätte natürlich vorher zeigen können, dass das Verzeichnis nicht existiert, aber ja, schon wieder vergessen. Hier haben wir jetzt die Dateien, die ich vorhin gesagt habe. Im Hostnamen steht dann drin, das Pizzenbittenden kann man nicht aussprechen. Aber jetzt habe ich hier einmal, wo habe ich noch einen Kurs? Da habe ich den offen. Jetzt tun wir das hier mal copy-pastieren. Drüben hatte ich den. Schauen wir mal, ob das geht, ob der schon online ist. Waiting for. Vielleicht so ungeduldig.
Da kommt was. Und es steht auch Apache on the Tor als VPN-Demo Raspberry Pi drauf. Schauen wir uns gerade nochmal zum Tail-F. Log Apache zu Access Log an. Und da sind auch Zugriffe drauf. Ich weiß nicht, ob das erste war, aber das dann viel anzeigt. Firefox, ESR. Also von mir aus könnt ihr gerne hier auch, wenn ihr irgendeinen Tor-Zugriff habt, drauf zugreifen oder mit .to noch hinten dran probieren. Ich mache es jetzt mal noch mit einem anderen Browser, den ich hier drüben noch offen habe. Das ist Links 2. Der hat auch so halb Tor-Support eingebaut. Man kann ihm sagen, benutze nur Proxys und dann geht er garantiert nicht ohne Proxy ins Internet. Und jetzt ist hier noch die alte Adresse drin. Schauen wir mal die neue rein. Ja. Und auch hier kommt jetzt was. So. Und dann haben wir hier gesehen, dass nochmal ein Zugriff gekommen. Und kommen halt alle von 127.0.0.1. Also IP-basiertes Einschränken von Zugriffen ist halt per Tor nicht möglich. Ja, ich lasse das mal noch hier ein bisschen stehen, aber gehen wir hier mal weiter. Eben auslesen, haben wir gemacht. Zugreifen, eben wir könnten ja jetzt noch .to oder .cab hinten dran legen, das haben wir auch gemacht. CCZE brauche ich jetzt, müsste ich installieren, zum Zeug zeigen. Hebt die Log-Einträge schön farblich vor und kennt verschiedene Log-Formate, kann es parsen und macht im Prinzip Syntax-Highlighting für Logs. Dann das Ganze mit SSH. Wir wissen, ich habe mich vorher mit einem Default-Passwort eingeloggt. Das sollte ich tunlichst ändern, bevor ich jetzt den SSH-Daemon hier anschalte. Also machen wir das. Na, ja, was hier. So, raspi config. Es geht auch mit Passwd, ja, aber ich mache es jetzt halt so mal, wie es auf dem Raspi vorgesehen ist. Change User Passwort, das Oberste. Ich werde jetzt erstmal gefragt, ja. Und dann, schauen wir mal, ob ich es zweimal gleich hinkriege. Ja, gut. So, und jetzt kann ich unter Network Options, nee, nicht unter Network Options, wo ist es denn? Unter, Interface. Interface, das jedes Mal so gut ist. Danke. Ich habe es auch in Folien drauf, ich hätte auch danach gucken können. Ja, jetzt will ich ein SSH. Enable. Genau. So, und jetzt sollte ich eigentlich, also Finish kommt noch. Hier mal Tail-F auf Log auf Log. Da sagt der SSH, ja, hat. Ist das Passwort für den Benutzer Pi geändert wurde. Wenn ich mit Passwd geändert hätte, hätte ich es für root geändert in dem Fall, aber ja. Jetzt sollte ich dann noch irgendwo eine zweite Shell, hatte ich hier irgendwo schon, genau, nehmen wir die hier, die ist schon groß. Also, aus dem, das haben wir gemacht. Jetzt dieses schöne Kommando, ich nehme jetzt einfach das Beispiel mit netcat und add und nachher den anderen Hostnamen drüber kopieren. Moin, so. Drüben nochmal den Hostnamen gucken. Cat Hostname. Was ist noch drin? Okay. Drüben. Und schauen wir mal. Jetzt kommt eine Anfrage, XQKK4 irgendwas, also hier drüben, da haben wir eine Seite, SSH keygen-l für Auflisten, minus f, das war auch der ECDSA, etc. SSH, danke, SSH host, ECDSA, ah, das ist etwas doof, aber gut, ist egal, welcher von den beiden, ob gut oder nicht. Da steht auch was von XQKK4MA. Was haben wir nebeneinander irgendwie? So. Ist zwar jetzt abgeschnitten, aber das sieht irgendwie schon sehr gleich aus. Dann kann ich hier sagen Yes. Okay, ich habe zu lange gewartet. Nochmal. Nein? Hat irgendjemand von euch gerade die ganze Zeit versucht über Localhost? Nee, eigentlich nicht. Sollte nicht der Fall sein. FG.
Aha, ich weiß, woran es liegt. Sorry. Mein Fehler. Ich habe hier natürlich noch Keys mitgeschickt. Und wahrscheinlich sind es zu viele Keys. Also machen wir Key-Authentifizierung Agent Powering E aus. Minus O. Wie heißt das nochmal? Preferred Authentications gleich. Keyboard. Keyboard Interactive oder Password. So, das hier reicht. So. Weg irgendwie. Ich hab jetzt da noch die Gänsefüßchen weggemacht bei der Tab Completion. Ja. So war's. Okay, so, neuer Versuch. Ja, das wollte ich noch nicht ein Passwort, das gebe ich das, was ich da drüben. Ein und sehe da drüben ein Login vom User Pi. Von Localhost, irgendwo steht das hier drin. Ja. Das ist noch von vorhin. Reauth, da steht es von Localhost. Und ich bin hier drauf und wenn wir jetzt irgendwie. Ja. Gut, dass das jetzt der gleiche Pi ist wie drüben, müsste mir einfach glauben, aber hier haben wir auch die Log-Einträge gesehen. Das, die Seite hier ist per serielle Konsole und das ist jetzt per SSH aus Tor-Netzwerk. Was auch noch interessant ist, wenn ihr jetzt mal seht, wie ich tippe. Das hat ein bisschen Lag. Das ist das, was nervt. Also wirklich Mails drüber schreiben ist mühsam. Aber für schnell mal irgendwo hin und irgendwas flicken, bin ich oft heilfroh. Wir hatten schon Fälle, wo auf der Arbeit der Jump-Host gecrashed ist, weil die Hardware kaputt gegangen ist. Und ich war heilfroh, dass ich auf die Weise über den wohlweislich mal so aus Vorahnung eingerichteten Tor-Hidden-Service auf meine Workstation gekommen bin, per SSH. Und von dort aus gewisse Sachen flicken konnte. Ja, genau. Und wenn ich das Ganze jetzt in meine ssh.config entsprechend eintrage, kann ich auch noch sagen UserPy, weil auf dem Raspberry Pi ist das in der Default-Installation immer der UserPy. Dann reicht einfach, wenn ich nachher irgendwie ssh meinpy via Tor und er benutzt auch noch den richtigen Usernamen automatisch. Ja, mal Zeit her. Sollte ich glaube langsam Schluss machen, dann lasse ich das mit dem von Hand eintragen gerade nochmal. Aber das ist im Prinzip das gleiche, wie ich jetzt getippt habe, bloß per Konfigurationsdatei, dass ich es nicht jedes Mal tippen muss. OSCE verifizieren haben wir gemacht. Ja, und dann wäre ich auch am Ende vom Vortrag. Hier einfach nochmal der Link zu den Folien. noone.org/talks/tor. Und wo ihr die diversen Sachen soll runterladen könnt und wenn ihr wissen wollt, wie Tor genauer funktioniert, Wikipedia hat das nicht so schlecht erklärt. Dann danke ich nochmal für das Interesse. Hat mich sehr gefreut, dass der Raum voll geworden ist. Und falls ihr noch Fragen habt, ich schwöre hier sicher noch bis irgendwie morgen Nachmittag rum.